dritt unterwegs. Das heißt, zu meiner Linken in Fahrtrichtung haben wir den Varuna. Servus. Zu meiner Rechten den Headhunter Chris. Alter. Der komischerweise jetzt nur noch Headhunter heißt, nicht mehr Headhunter Chris. Ja, wie ich gerade sehe. Hab das Chris verschwinden lassen. Hast du und unterschlagen, also okay, gut. Wir waren ja beim letzten Mal ausgelockt in, wie hieß das Nest, Old City oder so? Ne? Genau. Und von dort aus sind wir, weil es keine vernünftige Tour war, einfach mal weitergefahren Richtung Schweden. Hier sind wir in Karlskrona. Haben uns hier auch schon eine Tour ausgesucht. Von Karlskrona nach, wo ging es vielleicht noch hin? Nach Jönköping ging das, ne? Ja. Genau. Nach Jönköping, genau. Genau, mal ein bisschen den schwedischen Raum angucken. So. Wir haben diesmal noch was anderes gemacht. Wir haben diesmal die Trailer nicht geholt, sondern machen das jetzt gleich, weil die Tour doch ein klein bisschen kürzer ist. Daher würde ich mal sagen, wir schmeißen mal die Maschinen an. Ja. Und fahren da mal hin. Aber erst muss ich noch wieder meine ganzen Dinge anmachen, dass ich weiß, wo ich hin muss. So. Los geht's. Ja, ich bin jetzt auch diesmal im Multiplayer mit meinem neuen Truck. Ups. Stimmt, er hat sich jetzt auch uns angepasst, hat sich auch einen Scania gekauft. Ja, endlich. Aber ich muss sagen, wie auch schon zuvor, ich finde vom Wegziehen her ist der Volvo besser gewesen. Ja, der hatte ja auch 110 PS mehr, glaube ich. Ja. Hattest ja 730, glaube ich, schon. Jetzt hast du ja 620. Mein Licht anmachen. Das ist meine Standlichter. Das ist hier Pflicht sogar. Ja, in Schweden auch. Ja. Ich glaube, ab da oben alles. Du ruckelst. Ich wusste bloß, dass es in Österreich Pflicht ist. Nee. Also Dänemark auf jeden Fall. Auf 100%. Gut, Geld verdient haben unsere Mitarbeiter, wie man jetzt sieht, wir waren, ich glaube, wie lange waren wir online? 3 Tage oder so? Ja. Ich glaube, 3 Tage kommt gut hin und fast 2 Millionen verdient, also wir haben alles fleißige Mitarbeiter. Wie außer Varuna, der schlägt außen vor, der hat noch 74 Millionen. 75,5. Er hat noch fleißigere Mitarbeiter. Aber ich habe schon gesucht, wie ich das löschen kann, hat leider nicht geklappt. Ich würde gerne wieder bei 0 anfangen. Du wirst lachen, den Gedanken hatten wir auch schon gesponnen. Weil, wie gesagt, der ganze Spaß an sich ist ja im Großen und Ganzen weg. Genau. Weil du alles kaufen kannst und nicht mehr nach dem Geld gucken musst. Das Gute ist, wir wissen auch wie. Ja? Ja, es gibt da so ein Tool und dann kannst du dir das Geld wegmachen bzw. neues Geld hinmachen. Ne, da müssen wir mal drüber reden. Können wir machen. Aber ich glaube, wir werden da so ziemlich die Ersten, die sich Geld wieder wegmachen, glaube ich, oder? Ja. So, hier vorne nochmal eine rote Ampel. Das Problem ist, kommt man noch mehr Garagen, noch mehr Autos. Das ist ja immer mehr Geld, das wird ja nicht weniger. Nee. So, na, wie ist unser Auflieger? Mal Spaß dabei, mal gucken, ob es andere Auflieger geben würde. Und würde es geben. Aber wir behalten standardmäßig den Ersten, ne? Jo, diese mit den Früchten. Wobei ich den rechts daneben auch nicht schlecht finde. Eins und nimm den Ersten. Ist schon akzeptiert. So, wo steht der Auflieger? Links. Steht sogar noch einer. Okay. Zack. Was ist denn jetzt los? Meine Tastatur geht nicht mehr. Schlecht. Hä? Irgendwie ist es rausgesprungen, glaube ich. Hallo? Ah, jetzt bin ich wieder da. Ich warte hier mal hinter der Ecke, bis du rum bist. So. Was gäbe es denn? Weiß ich gar nicht. Du stehst ja da noch an der Ja, drei Früchte, Kalle. Dreimal Früchte und einmal Schwarzmüller. So, dann warte ich mal, bis du hier vorne einmal weg bist. Ja, muss ich rausdringeln.
Natürlich auch mittendurch. In meinem drinnen, glaube ich, ne? Kann leider noch nicht rausfahren, der andere steht hier gerade noch. Ne, warte, ich park daneben und dann können wir runter ran. Bleib kurz stehen. Boah, kann ich, ne? Ach, der ist weg, okay. Kann ich einmal rausfahren. Kannst warten. So. Alle vollzählig? Nee, noch nicht, warte. Ich muss noch ankoppeln. So, jetzt ruckelt's gleich wieder ein bisschen. Hoffentlich. Jawohl. Gut. Brauchen wir die Lampe da nicht mitnehmen? Maßarbeit, Maßarbeit. Ein sehr enger Hof hier, muss ich ja mal sagen. Das war der, wo ich beim letzten Mal von der Hauptstraße aus rückwärts zum Ladeplatz gefahren bin. So, die Ampel ist auch gleich rot hier. Schöne hier ist, dass es die Ampel drüben auf der anderen Seite auch nochmal gibt. Da braucht man sich nicht so verrenken. So, wir müssen noch abbiegen. Kann ich immer den Blinker anwerfen. So, Ampel ist grün, auf geht's. Jo, bin raus. So. Ich komme da noch rüber. Sehr schön. On the road again. Auch gleich ein Kreisel. Ich war am Linker. Ja. Tempomat schon eingestellt, aber hier vorne kommt eine Ampel, aber die ist gerade grün. Aber ich vermute mal, da werden wir wohl nicht alle rüberkommen. Der letzte bestimmt nicht. Ja, jetzt bist du gerade gelb. Ach, verdammt. Ich bin noch rübergekommen. Sind ja nicht anders gewohnt. Ich werde jetzt einfach mal hier am Rand warten, weil eine fahren möchte ich auch nicht. Aber auch endlich die Einstellung für den Retarder funktioniert jetzt. Dass er alleine mit dem Tempomaten bremst quasi, ja? Genau. Das ist schon angenehm. Ich glaube, ich stehe hier ganz gut. Ich sehe dich noch, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt schon 1800 Kilometer auf den hier drauf. Alles im Livestream. Wir fahren von Mannheim nach Gdansk. Boah, 1800 Kilometer? Ja. So viel habe ich auch gerade mal runter. Ja, 18,5. Er meint 1800 Kilometer. Ja, 1800 zu 1800. Ja, sorry, falsch verstanden. Nee, ich musste ja, irgendwie war der, ist der LKW nach Mannheim geliefert worden. Und dann hat es mit dem Umstellen nicht geklappt. Dann bin ich von Mannheim nach Olsztyn gefahren und von Olsztyn heute noch nach Gdansk. Ah ja, deine Lenkzeit quasi schon voll. Ja. Aber wir fahren schon wieder in die Nacht hinein. Oh, kurz nach 12 sind wir da. Schaut es mit dem Sprit bei euch so aus?
Also ich bin halb, halb voll noch. Mach ich auch knapp. Oh, ich bin bei 3/4. Also im grünen Bereich. Läuft ja alles. Vorne steht ein Blitzer vor der Tankstelle. Na gut, ihr seid ja direkt so nah hinter mir wahrscheinlich, dass es beim Sagen schon zu spät war. Ich hätte bremsen können, aber ich halte mich ja an die STVO. Ja, ja. 73 hat gepasst. Alles im grünen Bereich. Das ist auch eine schöne Ecke hier, ne? Ja, dieses DLC Wald und sowas. Mit der schönste. Obwohl, bei Frankreich haben wir ja noch nicht viel gesehen. Nee, da haben wir bisher immer irgendwie dieselbe Strecke gehabt. Oder dieselbe Straße, sagen wir es mal so. Habt ihr euch mal die Errungenschaften angeschaut von Frankreich? Nee. Hey, was gibt's da? Atomreaktoren rumfahren und solche Sachen. Echt? Ja, man muss alle vier, ich glaube es waren vier, Atomkraftwerke beliefern. Dann diverse Tankstellen. War wie ein Kastortransport, ja. Und dann brauchen wir aber ein Kontrollfahrzeug. Ja. Was könnten wir uns eigentlich auch mal machen? Gut, das ist ja für einen von uns drei dann quasi in der Fahrt umsonst, aber das, denke mal, rein vom Feeling her wäre das schon ganz cool. Mit Absperrwagen? Mit Pilot? Ja. Aber warum nicht? Ist bestimmt auch mal interessant, ne? Bin ich auch mal dabei. Ist jetzt 80 erlaubt? Und mal Autobahn schön beleuchtet hier. Sehr schön. Der erste Teil, denke ich mal. Naja. Die Abstände werden schon größer. Habe ich das Gefühl. Zwischen uns, also ich sehe dich noch, aber. Nee, ich meine von den Lampen. Ach so. Ich schließe gerade auf, aber ich sehe euch beide. Boah, hier dann vorne komm runter. Ich zu schnell. Oh, da ist Wachs hier wieder auf der Karte zu sehen gewesen, auf dem Schild. Und kriegst schon wieder Schweißperlen auf der Stirn, wa? Ja. Das war echt eine fiese Nummer. Fahrzeug 1246. Hast du die echt gemerkt? Also eine Zahl werde ich wahrscheinlich meinen Lebtag nicht vergessen. 6 Kilometer vom Ziel rast er mir rein und zersäbelt mir die Fracht. Mit Absicht reingefahren. Zwei Mann von hinten? Ja. Quäle ich mich gerade hier hoch. Wir fahren am Meer lang. Mal gucken, ob die zwei uns folgen. Und der eine ja. Und der andere auch. Wir werden verfolgt. Ja, hoffentlich fahren die angemessen. Der war wünschenswert. Da war ein 90er Schild und unser Navi zeigt 70 an. Ja, ist, oh, der eine überholt schon. Der Navi ist auf LKW-Geschwindigkeit eingestellt. Der eine überholt, Achtung. Durchgezogene Linie, doppelt. Ja, ja. Punkt. Fertig. Oh, von vorne kommt auch einer. Der andere kommt auch. Das wird lustig jetzt. Ich mach mal Warnhupe, das haben wir schon mal hier, ne? Also der andere kommt auch. Ich habe ihn vorbeigelassen. Kommt noch einer von vorne? Ist ja richtig was los hier oben.
Ja, ein bisschen weiter rechts. Jetzt kommt der zweite mit seinem Volvo. Bedankt. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, damit ich wieder Anschluss finde. Kommen Sie mal, kommen Sie mal. Ich bin auf dem Weg. Boah, schön am Seechen vorbei, oder was das ist. Ja. Also die Landschaft ist auf jeden Fall schick. So, bin wieder dran an euch. Einen sehe ich auch hinter mir. Bin ich ja. Auf dem Navi sehe ich noch nicht. Hey? Wir sind direkt hintereinander. Jo. Da kann ich meinen Navi noch eins weiter rauszoomen? Gut, das wäre jetzt noch weiter raus. Aber wir müssen. So sehe ich euch beide. So, vorhin war ich wieder rechts. Ja. Jetzt sehe ich euch sogar beide im Rückspiegel. Ich sehe euch beide in der Windschutzscheibe. Ich bin auch quasi eigentlich nur zwei LKW-Längen hinter dir. Naja, 2,5 bis 3. So, das ist ja so eine enge Auffahrt. Ich bin Romikum, ohne zu touchieren. Aber brauchst du gar nicht großartig beschleunigen, der andere Seite geht gleich wieder runter. Ja. Lohnt sich ja voll. Fährst hier auf die Autobahn rauf, um gefühlte 10 Meter weiter gleich wieder runterzufahren. Andere Stadtteile, ne? Lünköpping. Wir müssen noch hier nach Jankopingen. Müssen die denn hier jetzt unbedingt saugen? Was machen die? Gesaugt wird im Flur. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist wieder Ruhe. Oh ja, in Köpping haben wir auch noch nicht aufgedeckt, wa? Nee, ich glaube, wir sind von der anderen Seite nur einmal kurz reingefahren. Und Bodenwelle. Ja, ich hab's gerade gedacht bei dir, du hast komisch geschaukelt. Ja, ganz schön erschrocken. Ich glaube, das war doch hier zu der Anfangszeiten, wo wir noch nicht diesen Sync-Geschichte hatten von den Aufträgen. Da haben wir uns auch immer ähnliche Touren gesucht und ich war schon in Jönköping. Ach so. Ich kenne die Straßen hier noch nicht. So, hier vorne geht es gleich wieder runter. Da wäre ja quasi schon da. Das war mal eine etwas kürzere Tour. Waren doch nicht alle Tage Abend, und doch sind wir nicht so frachtlos geworden. Das stimmt. Ja. Oh, die Steigung ist ganz schön. Ja, vor allem wenn du zwischendrin stehen bleibst. Das war nicht mit Absicht. Eine schöne Stadt, also ja, also das hat echt geil gemacht hier. Jan Köpping steht was, ne? Ja, so, ich muss aber schon rauf, oder? Bin ich jetzt hier falsch? Hoffe nicht.
So. Nö, ich denke, das wird sein, ne? Ich weiß natürlich nicht, wo wir langfahren müssen. Ich fahre jetzt mal hier links lang einfach. So, ich folge dir. Einer. Gut. Das wäre auch noch mal so eine Fracht, die ich gerne fahren würde. Auch wieder so eine enge Geschichte hier. Oh, ein Bötchen. So. Glaube, bei so einer Abladestelle war ich schon mal. Ja. Glaube, da bin ich gerade irgendwie nicht so gut dran. Relativ schlecht, ich sehe gerade nichts. Ah, da muss ich auf jeden Fall nochmal nachziehen. Oh, jetzt ist es Geil. abladebereit, okay. Bin ich jetzt ein bisschen erstaunt. Ich stehe eigentlich vollkommen schlecht. Wollte gerade sagen, du stehst da ein bisschen Aber laienhaft. er sagt mir an, absatteln. Ich sattel ab. Ja, habe ich ein bisschen schlecht angefahren. So, ich fahre aber erstmal hier weg, dass ihr hier ran könnt. Mal, da kommt jetzt nicht gleich noch einer uns hier Man kann sogar nervt. einmal ums Gebäude drum rumfahren hier direkt. Es schwebt ein Helikopter in der Luft. Wo denn? Sieht gut aus. Gar Da gar kennt nicht man gut. den Profi. Auch wenn er keine Warnblinkanlage anhatte beim Ich Rückwärtsfahren. hatte Warnblinker an. Ja, hat er an. Ja, okay, dann habe ich es nur nicht gesehen. Kann ja nächstes Mal so einparken. Bitte darum. Partylichter. Ja, der Helikopter sieht ja echt ulkig aus, ne? Der fliegt, weißt du? Mit dem Trailer unter. War ohne Rotoren, aber. Das ist hier Just-in-Time-Fracht, weißt Ja. du? So, mal gucken, ob ich auch auf einen Zug hinkomme. Ich glaube es ja fast nicht. Sieht auf jeden Fall besser aus als bei mir. Ja. Wobei ich in der Ego-Perspektive eingeparkt habe. Ja, ich auch. Ich fahre nach Spiegel. Hat geklappt. Immer. Wart ihr definitiv beide besser als ich? Ich glaube, in der Ego-Perspektive ist es auch ein Tick Glück. Wenn du den richtigen Anfahrwinkel gleich getroffen hast, weißt du, gut siehst, dann geht's. So. Ja. Wollen wir hier stehen bleiben oder? Wir fahren das hier einmal ums Gebäude rum, stellen uns da an die Hauswand hier quasi rechts an, so gleich, weißt du? Je nachdem, wie breit der Weg ist. Ja, da ist ein Lager. So, okay. Aber das sind Parkplätze. Dann nehmen wir doch die einfach. Ja. Oder gegenüber ist ein großer Parkplatz, kann man darauf fahren? Bin mir nicht sicher. Auffahrt sehe ich so zumindest nicht. Oh, ich habe vergessen zu blinken. Ja, ist eine Schranke. Irgendwie spinnt mein Sound heute. Doch, hier hat es Parkplätze. Wollen auch in den Supermarkt gehen, neues Essen kaufen, wenn es dann morgen wieder hell wird.
wenn der Laden aufmacht, dann muss man so. Jetzt habe ich natürlich mit meinen Tandemachse hinten ein kleines Problem, dass ich zu lang bin. So. Passt. Passt wunderbar. So Leute, Feierabend. Ja, lang genug war der Tag. Ab in die wohlverdiente Pause. Jo, denn. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.